5% der nationalen Treibhausgasemissionen kommen alleine aus dem Gesundheitswesen. Das ist mehr als für den Flugverkehr und die Schifffahrt. Krankenhäuser stehen im Zentrum des Gesundheitswesens. Sie sind im 24-Stunden-Betrieb, das heißt, sie sind immer offen und sie haben einen hohen Ressourcenverbrauch, der bedingt ist durch viele technische Anlagen und die medizinische Diagnostik. Deshalb sind Krankenhäuser ganz besonders gefragt, wenn es um das Thema Klimaschutz im Gesundheitswesen geht. Der größte Anteil des CO2-Ausstoßes im Krankenhaus ist neben dem Einsatz von Narkosegasmitteln durch den Energieverbrauch für die Wärmeversorgung bedingt. Diese benötigt etwa 70% der gesamten Ressourcen. Im Rahmen des DKI-Klimaschutzgutachtens haben wir über 100 Maßnahmen zusammengetragen und diese themenbezogen sortiert. So haben Krankenhäuser die Möglichkeit, niedrigschwellige, aber auch hochinvestive Maßnahmen in Angriff zu nehmen. Es gibt viele kleine Maßnahmen, die jeder für sich umsetzen kann. Und natürlich können wir das Licht ausschalten und den Müll trennen. Aber will man wirklich was erreichen, hängt es natürlich auch an der Finanzierung. Und die finanziellen Mittel stellen die Basis für große Klimaschutzmaßnahmen dar. Investitionskosten, Finanzierung ist bei Krankenhäusern in der Vergangenheit immer zu kurz gekommen. Auch Klimaschutz hat da heute keinen Platz. Deswegen ist es besonders wichtig, dass die Politik den Krankenhäusern hier unter die Arme greift. Jetzt gilt es, das Thema bei allen Krankenhäusern auf die Agenda zu bringen. Alle sind gefragt. Klimaschutz duldet keinen Aufschub mehr.